Niemand kann sich den Mettmanner Stadtteil Metzkausen ohne das Heinrich-Heine-Gymnasium vorstellen. Hinter den Mauern dieser Schule haben schon so einige erfolgreiche Karrieren begonnen und tausende von Freundschaften wurden geschlossen. In diesem Jahr feiert das HHG seinen großen 50. Geburtstag. Wir blicken zurück. Wenn Schüler sich an das HHG erinnern, dann sprechen sie meistens zuerst davon, dass hier eine besondere Atmosphäre ist. Und ich persönlich habe das auch so wahrgenommen, als ich vor einigen Jahren zunächst als stellvertretender Schulleiter hier hingekommen bin, habe ich zunächst als allererstes wahrgenommen, dass hier eine besondere Atmosphäre herrscht. Diese besondere Atmosphäre kennen auch Hanna und Stefanie. Tochter und Mutter, Schülerin und Ex-Schülerin. Denn genau wie ihre Tochter lernte auch Stefanie hier am HHG Gedichtanalyse, Kurvendiskussion und das Verstecken von Spickzetteln. Zwei Generationen, eine Schule. Ich habe mich damals schon wohl gefühlt und als Schülerin, aber auch jetzt fühle ich mich total wohl. Natürlich kenne ich auch alles hier und irgendwie es ist einem alles so vertraut. Wenn es irgendwas zu organisieren gibt, ich finde immer Leute, die mir da helfen. Und das ist wirklich ein richtiges Wir hier und das ist schön. Das Wir, das ist geblieben. Und auch Englischunterricht gibt es natürlich immer noch. Aber Hanna wird am HHG nicht nur darauf vorbereitet, dass sie beim Teetrinken mit der Queen eine gute Figur macht, sondern auch darauf, dass sie bald auf Mallorca die besten Tapas kaufen kann. Denn Hanna lernt zusätzlich noch Spanisch als zweite Fremdsprache. Diese Wahlmöglichkeit ist neu am HHG. Genauso neu ist, dass man jetzt fürs Abi auch seine Muskelkraft benutzen kann. Sport als viertes Abiturfach war was ich mir als Schüler immer gewünscht hätte. Ich finde das schön, dass wir das hier haben. Ich glaube, dass das den Schülern für die ein absoluter Mehrwert ist. Ich denke auch Spanisch als Sprache, die immer wichtiger wird, ist auch sehr, sehr im Kommen. Wir machen jetzt in der fünften Klasse machen wir jetzt neue Medienbildung. Ich habe 95 hier Abi gemacht und damals gab es längst nicht diese ganzen Angebote, wie es die heute gibt. Und das ist wirklich ein Riesenunterschied. Es gibt Musik-AGs wie den Chor oder English Plays. Da führen wir auch Schauspieler auf Englisch auf der Bühne vor. Man kann basteln, man kann Lego-Roboter bauen. Und es gibt auch Sport-AGs wie Tennis, Hockey, Fußball für Mädchen auch. Denn das HHG ist mittlerweile eine Ganztagsschule. Das heißt, an drei Wochentagen geht das Schulangebot bis in den Nachmittag hinein. Jeder Schüler soll dann neben dem Unterricht genau das machen können, was ihm Spaß macht. Da gibt's was für die Bewegungsfreudigen, für die Beatles von morgen, für die Do-it-yourself-Anhänger, natürlich auch für die Handysüchtigen. Ach so, nee, das hier, das ist das sogenannte Chillen in der Cafeteria. In der Pause dürfen die Jugendlichen hier ihre Handys rausholen. Den Rest des Tages verschwinden die nämlich in der Tasche. Für Eltern wie Stefanie ist das Konzept der Ganztagsschule eine Erleichterung. Man weiß, die Kinder sind gut aufgehoben, denen geht's gut dabei und sie haben auch noch Spaß. Ja, also wir haben ja auch die Mittagspause und auch die Mensa, wo wir dann auch alle zusammen essen gehen. Also ich finde schon, dass es eine coole Schule ist. Cool findet das HHG übrigens auch Horst Reusch. Der ehemalige Hausmeister ist quasi das Urgestein der Schule. Er ist zwar schon lange pensioniert, schaut aber trotzdem immer noch täglich an seiner alten Wirkungsstätte vorbei. Was die alle in Leben gerufen haben hier, das gab es früher alle gar nicht bei den Dings. Also die Schule hat einen richtigen Sprung gemacht, muss ich sagen, nach oben. Das findet auch das zweite Urgestein der Schule, Mr. Peter Ahelger. Mit seinen Englischstunden hat er vielen dabei geholfen, endlich die Popsongs von den Backstreet Boys zu verstehen. Und als einer der ersten Lehrer war er mit dabei, als das Gymnasium gegründet wurde. Damals noch in dem Gebäude der alten leerstehenden Volksschule an der Hassler Straße. Wir hatten vier Klassenräume und eine Toilette, wir hatten einen Schulhof und das war alles. Und das war ein unwahrscheinliches Abenteuer. Das war auch für die Eltern ein Wagnis. Und ich bin heute noch dankbar, dass sie dieses Wagnis eingegangen sind. Denn sonst würden wir wohl kaum auf ein halbes Jahrhundert Heinrich-Heine-Gymnasium zurückblicken. Übrigens, Mr. Peter Ahelger hat auch heute noch eine enge Verbindung zu seinem früheren Arbeitsplatz. Denn er ist der Vater von Stefanie und der Opa von Hanna. Und so können wir sagen, eine Schule und drei Generationen.
Alles Gute zum Geburtstag, liebes HHG.